Ja moin, neue Folge Dying Light 2. Wir gehen mal zurück zum Bazar. Eigentlich müsste ich jetzt mal ein paar so Dings sammeln da, so heissen die Dinger. Irgendeine Chemie da, wo man austun und so bekommt. Was haben wir die heissen? Ich kenne mich nur mit Tomaten aus. Ich träume von einem Obstgarten. Wir sind die mit Waffen verflicken. Was ist hier los? Bevans Mann ist tot. Julian wird beschuldigt, ihn durch vergiftetes Wasser ermordet zu haben. Elton, bitte, sag ihnen, dass ich das nicht war. Julian ist unschuldig. Ein Befallener ist in das Wasserbecken seines Lieferanten gefallen. Der hat dann Julian in betrunkenem Zustand das Wasser verkauft. Es war kein Mord. Würdest du das vor dem Rat des Bazars beschwören? Ja. Wo ist der Lieferant? Er wird vor Gericht gestellt. Marco ist tot. Ich hab ihn getötet. Dann hab ich hier nichts mehr zu tun. Schon gut. Ich vergebe dir. Marco ist Abschaum und hat bekommen, was er verdient. Danke, Aiden. Die Hälfte von meinem Mehl gehört dir. Das mit Gips gestreckte Mehl? Hä? Nein. Wo hast du denn das gehört? Einmal, aber... Behalt deinen Gips. Bezahl mich einfach und wir sind quitt. Also gut. Ich sag Bevan, was passiert ist. Warum jetzt etwas? Jemand würde sich die Arschlöcher vorknöpfen, die unser Wasser sabotiert haben. Das Mitkind sollte mal wieder ein bisschen Zeug sammeln. Verteilung. Was zählen habe ich? Und zeigt es mir die Dini da? Ich frage mich, was zur Hölle im Zentralring vor sich geht, seitdem die PKs den Zugang eingeschränkt haben. Manche behaupten, die Abtrünnigen greifen. Ich verstehe das fucking scheiß Menü nicht. Bald ab. Machst du das? Ja, ich muss es wieder ausrüsten, mir jetzt das. Verbände, aber ich bringe sie nicht mehr ausgerüstet. Vielleicht im Inventar. Warum sind wir die jetzt rausgenommen? Kein Plan. Ein Einkauf, die auch nicht. Etwas, oder? Und Zeug sammeln. Das würde ich nur enttäuschen. Das ist ja nur ein Gewehr. Niemand ist sicher.
du, die Chef muss sehr schwer. Meine eigene Pisse trinken müssen. Jemand muss was wegen der Situation mit dem Wasser unternehmen. Passiert, wenn ich da meine Bratsche. Verkaufst du Wasser? Ich zahle einen halben Kristall pro Gallone. Was ist da unten los? Ich bin hier durch. Jetzt ist es schon. Tschikowski! Nicht warm mit dem Scheißspiel. Hakon, du bist ein besserer Kletterer als dieses verrückte Mädchen, das ich mal kannte. Mann, das war vielleicht eine. Sie wollte sogar das höchste Gebäude der Stadt erklimmen, den Vienzi-Turm. War sie eine deiner Frauen? Beinahe. Aber zu temperamentvoll, selbst für meinen Geschmack. Was ist mit dem Durchgang zum Stadtzentrum? Genau. Schau, von diesem Dach aus kannst du die Basis der Peacekeeper sehr gut sehen. Das ist zuerst mal ein bisschen Verbesserungen sammeln. Also haben die Picards in der Stadt das Sagen? Zumindest glauben sie das. Deshalb brauchen sie auch die Uniform und Rangabzeichen. Sie tätowieren sie sich. Sie sind total besessen von Hierarchie. Aber sie kontrollieren die Stadt nicht. Zumindest nicht vollständig. Wer kontrolliert den Rest? Der Colonel. Die Abtrünnigen. Du wirst sie hier nicht antreffen. Vorerst. Also hast du mich hierher gebracht, um einen Blick auf die Peacekeeper zu werfen? Die PKs sind dein Ticket ins Zentrum. Ich sagte dir ja, dorthin kommst du nur durch die U-Bahn-Tunnel. Ich gehe rein und lenke sie vom Bahnsteig ab. Dann gehst du in den Technikraum der U-Bahn. Da drin ist eine Luftschleuse. Durch die kommen wir beide zum Zentralring. Also könnten wir sie nicht einfach fragen, ob sie mich durchlassen? Keine Chance. Im Augenblick verdächtigen sie jeden Unbekannten des Mordes an ihrem Commander. Sie kennen mich. Ich mache manchmal mit ihnen Geschäfte. Lampen von den Mädels oder Waren aus der Dark Zone. Es gibt da vielleicht ein paar Infizierte. Aber nichts, womit ein Pilger nicht fertig wird. Sag Bescheid, wenn du an der Hauptstation bist. Leg dich besser schlafen. Du brichst erst spät heute Nacht auf. Da sind weniger Infizierte in den Tunneln. Okay. Nein, wird ich nicht. Ich muss den Tag noch nutzen zuerst. Zuvor gesehen habe. Wie sieht sie aus? Groß ist sie nicht, aber extrem schnell. Ist wohl ein Flüchter. Die haben oft interessanten Kram dabei. Aber um einen von denen zu erwischen, musst du jagen können. Ist jetzt keine gute Zeit für sowas, Aiden. Gehst du in den Tunnel? Keine Schusswaffe. Yeah.
klettern, aber jetzt Hang unten Hang in näher dran. Ich hoffe, wieder mal Zeit ab. Sicher irgendwo mal Lichtquelle. Hoffentlich. So, gut, wenn ich mal die Kiste nicht finde, die speziell. Das noch nicht so im Griff, wie du die findest. Du musst irgendwelche Häuser looten. Yeah.
Zigaretten rauchen. Ich bin im Tunnel. Okay. Und halte die Augen nach Infizierten offen. Da könnten ein paar sein. Oder ein paar Dutzend. Ich bin schon in der PK-Basis. Ich werfe eine UV-Fackel durch den Lüftungsschacht und du schaust, wie wir zur Hauptstation kommen. Ui, das ist ja... Shit, aber genau da oben ist natürlich laut. So scheiß. Ist nicht das, was ich suche.
du. Gegner dazwischen. Ich kann jetzt nicht. Das ist eine Immunitätsmischung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Das da? Scheinbar. Was ist los? Ich sehe kaum mehr etwas.
austauschen, weil ich nicht weiss, wie flicken. Dass die nicht kaputt gehen, ich habe fast alles kaputt. Die Spezialwaffen vielleicht auch mal tauschen. Schon wieder. So eine höhere Immunität wäre auch keine Chance. Hakon, ich bin bei der Fackel. Sieh dich um. Der Technikertunnel zur Hauptstation sollte gut beleuchtet sein. Ich habe die Wachen schon nach oben gelockt. Ich bequatsche sie, während du reingehst. Da muss ich durch. Eigentlich muss das Licht wieder aufladen. Aber das muss auch ein UV-Licht sein. Copy-Paste gemacht. Es sieht wieder genau gleich aus wie am Anfang. Du kriegst von mir zwei Päckchen und keine Zigarette mehr. Nee, daneben nicht. Tschüss. Warte!
bin drin. 5 Päckchen. Denk drüber nach und ich bin gleich zurück. Ich bin auf der Plattform. Mach die Schleuse auf. Bin gleich da. Zuerst in die Richtung. Es hat keine Gegner. Noch nicht. Change. Sind in der Falle tappt. Wo kam der denn her? Er spazierte durch die Tunnel. Elender Basar-Abschaum. Ist wohl eher ein abtrünniger Spion. Wie ein Abtrünniger sieht er aber nicht aus. Was willst du in unserer Basis? Ich versuche nur zum Stadtzentrum zu kommen. Ins Zentrum? Der Tunnel ist zu, bis ihr Lukas Mörder rausrückt. Basar-Drecksäcke. Keiner von euch weiß was oder hat was gesehen. Und an die Blockade kannst du dich auch nicht erinnern?
Vielleicht sollten wir dir zur Strafe die Hände abhacken. Vielleicht erinnerst du dich dann, hm? Wo warst du vor 4 Tagen? Ich bin ein Pilger. Vor 4 Tagen war ich 100 Kilometer weit weg. Genug, Anderson. Wir brauchen die Wahrheit. Und mit Gewalt wird das nichts. Aber Commander Lucas sagte doch immer... Und jetzt habe ich hier das Sagen. Sie haben die Berichte gelesen. Ein Pilger ist vor kurzem im Bazar aufgetaucht. Ich glaube, er sagt die Wahrheit. Gehen Sie, Sergeant. Ich will allein mit ihm reden. Ob mir das gefällt? Wo kommen Sie her? Crossdale River. Das ist über 1500 Kilometer von hier entfernt. Eigentlich sind es über 2000. Die Autobahnbrücken sind eingestürzt. Es gibt keine geraden Strecken mehr. Sie sind ganz schön weit gekommen. Beeindruckend. Wie ist es denn da draußen? Wann waren Sie das letzte Mal außerhalb der Stadt? Vor knapp 15 Jahren. Dann gibt es dort sehr viel weniger Überlebende und sehr viel mehr Infizierte. Wer weiß. Die meisten halten es hier in diesem Höllenloch aus, weil alles da draußen noch so viel schlimmer ist. Meine Frau und ich lebten in England. Ich hatte 2 Schwestern, 2 Brüder. Von denen habe ich seit 10 Jahren nichts mehr gehört. Wo lebten Sie? In London und im Umland. London gibt's nicht mehr, soweit ich weiß. Auf den ganzen Inseln gibt es wohl nur noch 4 Siedlungen. Scheiße. Warum sollte ich den Commander umbringen? Sie haben 4 Tage nach dem Mord versucht, in den Zentralring zu kommen. Und außerdem, an Karls Stelle würde ich auch einen Fremden mit dem Mord an Lucas beauftragen. Ist die sauberste Lösung. Tja, diesen Karl kenne ich aber nicht mal. Sie werden ihn bald kennenlernen. Karl hält alle Züge im Griff. Er ist ein scheinheiliges Arschloch, das den kompletten Bazar gegen uns aufgebracht hat. Obwohl wir diese Leute beschützen. Wie es außerhalb der Mauern ist? Man weiß nie, wo Gefahr lauert. Immer wieder neue Territorien, neue Gefahren. Sind Sie hergekommen, um Schutz zu finden? Ich kam her, weil ich jemanden suche. Und weil es heißt, dass es in Villedorf viele Überlebende gibt. Sie suchen also jemanden? Eventuell kann ich Ihnen helfen. Aber umsonst geht das nicht. Geschäfte machen ist mein Ding. Was brauchen Sie? Gleich zum Geschäft. Gefällt mir. Der Tunnel bleibt zu, bis ich den Mörder unseres Commanders finde. Commander Lucas. Seine Leiche wurde im Bazar gefunden. Grässlich entstellt. Die Leute im Bazar machen uns das Leben schwer. Sie sind stolz und loyal. Verraten würden die niemanden. Aber die Führung verliert langsam die Geduld. Meine Befehle kommen von ganz oben, Pilger. Wenn die Bewohner von Old Villedor weiterhin aufmucken, kommt die Armee hierher. Und dann brennen sie den Bazar nieder. Das würde ich gern vermeiden. Was wollen Sie von mir? Lucas hatte eine Waffe. Einen seltenen Schlagring namens Lazarus. Er ist der Schlüssel, um den Mörder zu finden. Wenn Sie etwas über den Lazarus erfahren, sagen Sie es mir. Dann zeige ich mich erkenntlich. Er ist sehr wertvoll. Aber bei seiner Leiche war er nicht. Jemand vom Bazar hat ihn wohl an sich genommen. Warum sollte ich mit Ihnen zusammenarbeiten? Sie haben mich angegriffen und mich als Mörder beschimpft, ohne jegliche Beweise. Das war ein Fehler. Sie sind ganz offensichtlich nicht der Mörder. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Ich kenne ja doch kaum jemanden. Genau deshalb können Sie mir helfen. Weil niemand mit uns redet. Weil wir für die bloß Besatzer sind. Dabei räumen wir die Straßen frei von den Infizierten und fangen Verbrecher. Aber das ist denen egal. Für die zählt nur, dass wir ihr Essen essen und ihr Wasser trinken. Doch sie sind ein Pilger. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sie den Leuten helfen können. Und sie sind nicht von hier. Ihnen traut man. Sie wollten mich umbringen. Egal. Wir sind dennoch ihre einzige Chance. Wenn sie ins Zentrum wollen. Also... Helfen Sie mir?
Also wenn ich diese Waffe finde, darf ich dann ins Zentrum? So einfach ist das nicht. Villador hat stark gelitten. Zuerst war es wegen der Infektion von der Außenwelt abgeschnitten. Und dann erwiesen sich die Mauern als die Rettung. Doch die Leute hier lernten, niemanden so schnell zu trauen. Ich gebe den Weg erst frei, wenn ich den Mörder habe. Aber wenn Sie den Lazarus finden, werde ich mich daran erinnern. Wenn die Schuld gesühnt ist, sind Sie der Erste, der durch darf. Tja, dann habe ich wohl keine andere Wahl. Ich werde es versuchen. Sehen Sie sich um. Fragen Sie die Leute. Und kommen Sie nicht mit leeren Händen zurück. Viel Glück. Seine Uniform wie deine kenne ich gar nicht. Ich bin ein Kurier. Ein Kurier? Was ist das? Ich gehöre zur Kuriergilde. Von uns gibt es viele. Wenn es so viele von euch gibt, wieso kenne ich dann deine Uniform nicht? Weil wir diskret sind. Man vertraut uns wertvolle Informationen an, daher verhalten wir uns unauffällig. Sonderlich unauffällig bist du gerade nicht. Stimmt. Unser Hauptquartier liegt im Zentrum und der einzige Weg dahin führt derzeit durch die U-Bahn-Tunnel. Die Peacekeeper bewachen den Durchgang und lassen im Moment keinen ins Zentrum oder hinaus. So lange hänge ich also fest. Das ist nicht gut. Vor allem, da ich gerade Infos brauche. Da kann ich dir nicht helfen. Wir arbeiten mit hoher Vertraulichkeit. Infos kann dir höchstens unser Gildenmeister geben. Heißt also, ich muss mit ihm reden. Gibt es sonst noch Wege, ins Zentrum zu kommen? Ich kenne zumindest keine. An der Oberfläche ist der Umkreis des Zentrums absolutes Niemandsland. Es wurde bei einem Chemieangriff verwüstet. Und seither ist dieses Gebiet vom Zentrum abgeschnitten. Luft und Boden sind vergiftet. Da können nur die abgedrehtesten Monster überleben. Verdammt. Naja, ich muss einen Weg finden. Egal wie. Viel Glück. Hakon, bist du da? Aiden, Kumpel. Zum Glück lebst du noch. Ja, wurde geschnappt und befragt. Gut. Sie haben dich nicht getötet. Wir treffen uns draußen. Wenn du was Verdächtiges siehst, richte... Hast du Alkohol? Wenn du so viel Glück hast wie ich, hab diese Flasche in einem Keller gefunden, als ich auf Patrouille war. Also habt ihr Patrouillen im gesamten Gebiet? Irgendjemand muss es ja tun. Die Stadt hat es uns zu verdanken, dass sie überhaupt noch steht. Willst du dich uns etwa anschließen? Was müsste ich denn dafür tun? Das Training absolvieren ist scheiße schwer. Nicht jeder beißt sich durch. Wir brauchen keine Schwächlinge, weißt du? Wir haben exzellente Handwerksmeister im U-Bahn-Hauptquartier, wenn du deine Waffen verbessern möchtest, Bürger. Hey Mann, wo bekomme ich was zu essen? In der Kantine. Wir haben eine Kantine und ein Krankenhaus in unserer Basis. Wie bei der Armee. Nicht wie bei der Armee. Das hier ist die Armee. Wir bringen Ordnung in dieses beschissene Chaos. Und wer bist du? Ich bin ein Kurier. Ich reise zwischen den Zonen. Pilger? Stimmt genau. Braucht ganz schön Eier, so abseits der Straßen zu wandern. Kaltes Bier. Sei gegrüßt, Bürger. Bürger, du kannst hier nicht bleiben. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich beim Offizier in der Zentrale. Kauft ihr bekommen noch eine Karte oder etwas? Gestern hatte ich einen guten Tag. Ich habe 5 Infizierte auf der Tür. Das ist natürlich nicht sehr schön, oder? Recht und Ordnung.
Es gibt keinen anderen Weg, um uns zu retten. Du kannst hier nicht verweilen. Wenn du Hilfe brauchst, melde dich beim Offizier in der Zentrale. Beweg dich, Zivilist. Aber lass mich dir eines sagen. Wenn Aether Lucas' Mörder nicht findet, wird den Jack Matt höchstpersönlich an seinen Eiern an einen Ast hängen. Ja, Aether hat vom Tod des Commanders ganz schön profitiert. Was willst du damit sagen? Du vermutest, Aether hat was mit Lucas' Tod zu tun? Ich vermute, dass Lauschern hier die Ohren langgezogen werden. Mindestens. Ich glaube nicht, dass der Commander von jemandem aus dem Bazar getötet wurde. Wer sonst würde ihn tot sehen wollen? Was weiß denn ich? Lucas war nicht sehr erbrochen. Zügerblöcke. Das kaputte Hoffe, ich kann das irgendwann flicken. Wir müssen anfangen, das Wasser zu rationieren. Hätten wir schon vor Wochen machen müssen. Kann man da gar nicht töten, oder? Guten Tag, Bürger. Ihr müsst uns helfen, sonst bricht ein Aufstand aus. Helft uns bei der Untersuchung, dann helfen wir euch mit den Banditen. Ich sagte es doch schon. Niemand im Bazar hat was mit Lucas' Tod zu tun. Und warum dürfen wir dann eure Häuser nicht durchsuchen? Wenn ihr so unschuldig seid, dann habt ihr ja auch nichts zu verbergen. Eure Schläge kommen nicht in unsere Häuser, Anderson. Dann versteckt ihr auch jemanden. Die Zeit wird knapp. Wenn ihr ich weiß es nicht. Ein bisschen Geld verdienen. Verkaufen kann ich in dem Fall hier auch nicht. Auch Wertsachen verkaufen kann ich. Jetzt mal alle verkauft.
so Blödsinn gemacht, aber wer zahlt die ganze Zigarette und das Zeug? Ich bin schon so lange auf dem Hof. Aiden, komm, ich bin auf dem Dach bei der U-Bahn. Tu mir den Gefallen und halte Abstand. Schmittel, Immunität. Stammkunden sind mir am liebsten. Shit, Mond brauche ich da. Verlierst alle, wenn das Upgrade ist. Besseres. Violett, nehme ich das. Ich bin zwar weniger stark erkämpft.